Ich begrüße Sie ebenfalls im Konrad-Adenauer-Haus. Sie können sich vorstellen, dass das aktuell sich abspielende Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer auch die Gremien der CDU beschäftigt hat. Wir sind tief erschüttert und von tiefem Schmerz und Trauer erfüllt angesichts der dramatischen Nachrichten und Bilder, die uns von dort ereilen. Deswegen ist auch die Forderung nach einem Seenotrettungsdienst für Flüchtlinge angesichts dieser Tragödie durchaus nachvollziehbar. Thomas de Maizière hat sehr anschaulich im Präsidium und im Bundesvorstand berichtet, welche Schritte nun möglich sein können. Wichtig ist dabei, dass Europa zu einem gemeinsamen Vorgehen findet. Gemeinsam mit den europäischen Innenministern wird er sich dabei entsprechend um eine Lösung bemühen. Dort zu helfen, individuell zu helfen, ist keine Frage, sondern entspricht unserem christlichen Menschenbild. Gleichermaßen ist es aber wichtig, auch dem unsäglichen Vorgehen der Schleuserbanden noch entschiedener entgegenzutreten. Klar ist, mehr Rettungsboote bedeuten auch mehr Anreize für das Schleuserwesen. Das heißt sehr klar, am Ende geht es darum, individuell Menschenleben zu retten, aber dabei nicht stehen zu bleiben, sondern darüber zu reden, was zur Stabilisierung der Lage in Libyen, der Situation in Afrika getan werden kann. Und sicherlich wird es dort keine schnellen, keine einfachen Lösungen geben, auch angesichts der Menschen, die jetzt in Libyen und in Nordafrika auf eine Fluchtgelegenheit nach Europa warten. Thomas de Maizière hat, wie gesagt, sehr umfangreich dazu Stellung genommen und wird uns sicherlich in den nächsten Tagen weiter berichten. Ein weiteres Thema in den Gremien war der große Erfolg, den Thomas de Maizière beim Justizminister in gemeinsamen Gesprächen bei der Vorratsdatenspeicherung erzielt hat, dass dort jetzt eine Lösung gefunden wurde. Das macht uns sehr zufrieden und froh. Wir haben jetzt mit dem Koalitionspartner Leitlinien zur Neuregelung von Speicherfristen für Telefon- und Internetdaten festgelegt. Dabei ist aus unserer Sicht ein sehr guter Kompromiss gefunden worden, der verhältnismäßig ist und einerseits die Strafverfolgung für schwere Straftaten vom Mord bis zum Menschenhandel und dem Terrorismus ermöglicht, andererseits aber auch dem Anliegen des Schutzes persönlicher Daten weitgehend gerecht werden kann. Und genau dieses Maß und diese Verhältnismäßigkeit, das empfinden wir so, ist ein wesentliches Merkmal unserer Politik. Ebenfalls Thema, und darüber haben wir uns sehr gefreut, war die guten Prognosen, die guten Zahlen zur Entwicklung der Konjunktur in Deutschland. Deutschlands Konjunktur brummt, das attestieren die Wirtschaftsforschungsinstitute. In diesem Jahr ist ein Wachstum von über 2% möglich. Das ist ein wichtiges Signal, nicht nur weil die deutsche Lok dabei hilft, auch die europäischen Waggons noch schneller nach vorne zu ziehen, sondern auch weil sich zeigt, dass unser Kurs einerseits solides Haushalten, andererseits investieren in die Zukunft genau der richtige ist. Diesen Weg wollen wir entsprechend weitergehen und trotz dieser guten Daten auch deutlich machen, dass wir dafür auch in Zukunft Weichen stellen müssen. Deswegen noch einmal sehr deutlich gesagt, das Freihandelsabkommen mit den USA ist ein Baustein aus unserem Verständnis heraus, dass das auch in Zukunft so bleiben kann. Weiter haben wir im Präsidium und im Bundesvorstand über die Zukunftskommission der CDU geredet. Thomas Strobel, Julia Klöckner und Armin Laschet haben aus ihrer Arbeit berichtet. Die Kommission von Armin Laschet tagt heute hier im Haus, wird sich mit Familienpolitik beschäftigen. Julia Klöckner hat aus ihrer Kommission berichtet und auch Thomas Strobel hat spannende Einblicke gegeben in seine Kommission Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft und hat dort spannende Beispiele geschildert von dem Ausdrucken von Organen mit einem 3D-Drucker, also wirklich Zukunftsmusik, bis hin zu den Folgen für die Arbeitswelt hat er Dinge beschrieben, die uns sicherlich in der nächsten Zeit sehr intensiv beschäftigen werden. Ich hatte Gelegenheit, über die Arbeit der Parteireformkommission im Bundesvorstand zu berichten. Wir haben dort inzwischen einen ersten Teil der Arbeit hinter uns gebracht, beschäftigen uns mit verschiedenen Aspekten, dem Verhältnis der CDU zum Bürger. Wir setzen uns damit auseinander, welche Erwartungen Mitglieder
an die Partei haben, gerade auch neue Mitglieder. Welche Erwartungshaltung bringen Sie mit? Was wünschen Sie sich von Ihrer Partei? Wir reden über Veränderungen in der Organisationsstruktur und werden demnächst in weiteren Sitzungen und dann in einer Klausurtagung im Juli, Ende Juni, die Arbeit in der Kommission abschließen, um dann dem Bundesvorstand im Juli entsprechende Reformvorschläge vorzulegen. Ich erlebe unsere Parteibasis dabei sehr offen für Veränderungen, sehr neugierig und sehr bereit mitzuarbeiten. Das macht viel, viel Spaß und ich hoffe, dass ich heute etwas von dieser Freude und von dieser Neugier, von den vielen Terminen und Gesprächen, die ich geführt habe, auch in den Bundesvorstand weitergeben konnte.